Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sebastian Seitz. Jetzt wurde das gerade angekündigt als IT-Lab. Es sind aber die IT-Labs, denn es sind mehrere. Ich habe das vorher nicht mitgeteilt, weil ich dachte, das klärt sich dann nachher beim Gespräch. Also kurz zu mir, mein Name ist Sebastian Seitz. Ich habe mal Pädagogik studiert, mache jetzt aber etwas mehr im IT-Bereich und arbeite für die Technologiestiftung in Berlin. Und das Projekt, was ich Ihnen jetzt vorstelle, habe ich eigentlich schon letztes Jahr abgegeben. Aber weil das so spannend ist, mache ich das jetzt hier nochmal ein bisschen publik. Warum, das erzähle ich ganz zum Schluss nochmal kurz. Die Idee der IT-Labs war es mal, dass wir die vorhandenen Angebote für informatische Bildung im Raum Berlin für Schülerinnen und Schüler besser nutzbar machen können. Es gibt da unheimlich viele vielfältige Sachen, von Hackdays über Hackathons bis hin zu Schülerlaborangeboten, die schon da sind. Aus dem Grund haben wir uns gedacht, wir brauchen gar nichts Neues machen, sondern wir können eigentlich dafür sorgen, dass diese Angebote für Schülerinnen und Schüler besser zugänglich werden. Wie macht man sowas am besten? Am einfachsten, man setzt ein Netzwerk auf. Das ist so das klassische Ding. Man bringt verschiedene Leute zusammen, man nutzt Synergien. Das haben wir dann auch getan und konnten auch ein paar namhafte Partner dafür gewinnen. Also Sie sehen zum Beispiel, wir haben ein paar Unternehmen dabei, zum Beispiel Immobilien-Scout kennen Sie vielleicht, KDAB, die machen recht viel im Bereich Cross-Platform-Development, kennen vielleicht einige vom KDE-Desktop her. Aber wir haben auch ein paar Hochschulen dabei und die Open Tech School, welche eine Community-Initiative ist, die kostenfreie und offene und auch so freie Tech-Workshops für alle Interessierten anbieten. Da kann man also diejenigen zum Beispiel Python-Programmierung lernen. Die Idee bei den IT-Labs war jetzt folgende. Wir haben gesagt, wir möchten gerne an unterschiedlichen Standorten in Berlin, die für Kinder, also für Schulklassen mit ihren Lehrern zugänglich sind, Kurse anbieten. Wie machen wir das am besten? Naja, wir haben unsere Partner, die haben alle eine gewisse Infrastruktur, die haben Computerräume, die werden nicht 24/7 genutzt. Also kann man da doch was anderes in dieser Zeit machen. Und da haben wir uns gedacht, naja, da könnte man ja zum Beispiel Schulklassen mit Lehrern hinholen. Also können diese Schulklassen mit ihren Lehrern jetzt zum Beispiel zur FU fahren oder zu Immobilien-Scout. Wir kümmern uns dann darum, dass eine kompetente Person, wir nennen die bei uns Coaches, weil es keine klassischen Lehrer sind, diesen Workshop anbietet. Wir nennen die auch extra nicht Lehrer, weil die zum Beispiel so ein paar Grundlagen haben, wie zum Beispiel die Tastatur ist aus Lava. Das heißt, egal was passiert, die Tastatur wird niemals von den Lehrenden angefasst. Alles muss von den Kindern und Jugendlichen selbst gemacht werden. Es wird nur gesagt, was man tun kann, aber man hilft nicht, indem man irgendwo drauf rumtippt. Man nimmt nichts ab. Diese Lehrenden bieten dann entsprechend Workshops an. Diese Lehrenden kommen von der Open Tech School, von der FU Berlin und von der TU Berlin, die schon eigene Workshops für Schüler konzipiert haben. Und dann braucht man natürlich noch irgendjemanden, der die Koordination übernimmt. Das ist in diesem Fall die Community-Initiative Open Tech School und vorher war ich das. Dadurch haben wir jetzt eine ganz schöne Situation, nämlich wir können jetzt an 5 Standorten in Berlin Kurse von 3 unterschiedlichen Institutionen anbieten. Das heißt, die Kurse von der FU Berlin können jetzt an der TU Berlin stattfinden, die können an der Hochschule für Technik und Wirtschaft stattfinden, die können bei Immobilien-Scout stattfinden und die können bei KDAB stattfinden. Das war so die Idee. Und das ist auch alles ganz schön, nur dann kam es zu einem Problem. Denn nicht alle Standorte sind gleich. Die haben alle eine andere Infrastruktur. Die haben alle andere Voraussetzungen, die haben alle andere Bedingungen, die man einhalten muss, damit man da Kurse machen darf. Also stellte sich für uns die Frage, wie können wir dieses Problem lösen? Und wir haben das Problem gelöst, und da kommt jetzt der Open-Source-Bezug rein, indem wir uns gedacht haben, wir müssen eine einheitliche Lernumgebung schaffen. Wir haben uns also ein Ubuntu Linux genommen, haben alle Software runtergeschmissen, die für unsere Zwecke nicht sinnvoll ist, haben alle Tools installiert, die wir brauchen, um die Workshops für die Schülerinnen und Schüler anbieten zu können. Und haben dann, das ist speziell für die Firmen wichtig, einen besonderen Kernel installiert, nämlich einen von der CT. Die hat so eine Software, die nennt sich Bankix. Da geht es um sicheres Online-Banking. Und dieser Kernel unterbindet, dass man, wenn man ein Live-System startet, mit diesem Live-System auf die Laufwerke des Host-Rechners zugreifen kann. So konnten wir also sicherstellen, dass die Schüler nicht diesen USB-Stick benutzen, den Rechner hochfahren und dann anfangen, irgendwas auf der Festplatte zu löschen. Das Ganze haben wir dann auf einen USB-Stick gepackt und haben das nicht besonders kreativ Berlin-Lernstick genannt. Und dieser Berlin-Lernstick gibt uns jetzt die Möglichkeit, dass wir die gleiche Lernumgebung
an all diesen unterschiedlichen Standorten nutzen können, unterschiedliche Workshops anbieten können und das ist der größte Vorteil, der sich daraus ergibt, dass es Open Source Software ist, dieses ganze Projekt skaliert extrem gut. Ich kann zu jeder Bibliothek gehen und sagen, möchtet ihr gerne auch bei euch mit, oder möchtet ihr gerne Mitglieder der IT-Labs werden, dann müsst ihr nur zu bestimmten Zeiten euren Raum zur Verfügung stellen. Dann kommt jemand vorbei, fährt die Rechner mit dem Stick hoch, die Schüler kommen, machen ihren Workshop, die Coaches sind da, danach löst sich alles wieder auf und die vorhandene IT-Struktur wird nicht angetastet. Jetzt habe ich noch ein paar Bilder dazu mitgebracht, weil ja, ich bin schon fast drüber. So sieht das dann ungefähr aus. Das ist jetzt aus einem Workshop, da geht es um visuelle Programmierung mit einem Tool, AGG nennt sich das. Dieses Tool ist natürlich auch Open Source. Da programmieren die Kinder dann so ein Pac-Man-Spiel nach. Das ist jetzt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Das sieht man auch ganz schön. Wir haben auch viele Mädchen in den Kursen, was uns immer besonders freut, weil da ist es immer ein bisschen schwierig, Teilnehmer zu generieren. Das ist jetzt bei Immobilien Scout. Das freut die Schüler dann immer besonders, wenn sie in so einem Konferenzraum von so einem großen Unternehmen sitzen können und dann da mit eigenen Laptops arbeiten. Und man sieht das da, die programmieren gerade Pong nach. Und in dem Workshop bauen die sich danach noch aus Bananen und Makey-Makeys, also auf so einem Mikrocontroller auf Arduino-Basis eigene Spielcontroller und machen dann nochmal so einen Wettkampf, wer jetzt gegen wen gewinnen kann bei dem Spiel. Und dann haben wir noch das, das zeige ich jetzt aus einem ganz besonderen Grund. Dieser Workshop ist ein Python-Workshop, der nicht in Berlin stattgefunden hat, sondern hier in Zürich. Und zwar bei Google, die sich da nämlich auch schon eingebracht haben, die auch schon Rechner zur Verfügung gestellt haben. Und dieser nette junge Mann, der I Love Code auf seinem T-Shirt stehen hat, das ist der Robert Lehmann, der koordiniert das jetzt in Berlin und der hat aber auch schon eine Stelle bei Google und der wird nächstes Jahr wieder zu, also dieses Jahr irgendwann wieder zu Google gehen und wird, hoffe ich, das dann hier weiterführen. Wer also Interesse daran hat, da stelle ich gerne den Kontakt her, dann könnte man gucken, ob man die IT-Labs auch irgendwann hier in Zürich auf die Beine stellen kann. Dankeschön. Wenn Sie noch Fragen haben, ich bin dann gleich da gerne zur Verfügung.